Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Rollercoaster Tycoon 3, die Platinum-Version. Und ja, wir spielen unser nächstes Szenario, das zweite. Das erste haben wir ja abgeschlossen als Tycoon. Und jetzt machen wir mal weiter mit Szenario Nummer 2, Goldrausch. Und hier geht es darum, jetzt ist Ihre Gelegenheit, um Geld zu machen. Nutzen Sie dieses instabile verlassene Bergbaugebiet, um dort niedrige Achterbahnen aufzubauen. Mit der Zeit müssen Sie Ihre Bahn für Adrenalinschübe sorgen, um die geringe Höhe auszugleichen und somit für hohe Besucherzahlen zu sorgen. Ja, das kann man natürlich machen, indem man natürlich auch unterirdisch so ein bisschen bauen kann. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das dann hier auch erlaubt ist, aber das werden wir dann herausfinden. Ja, dann ist es natürlich auch interessant, was die genauen Ziele sind. Wahrscheinlich dann Besucher und Verkehrswert, ja, kann auch wieder sein, so wie beim letzten Mal vielleicht. Und natürlich auch, wie viel Geld wir überhaupt haben, weil da kommt es natürlich auch drauf an. Wenn man wirklich eine Menge Geld zur Verfügung hat, dann kann man da auch richtig viel Kasse machen. So, also, die Ziele bei Anfängern. Mindesterregung 3, 2 Bahnen brauchen wir davon und 2 Bahnen, die mindestens 305 Meter lang sind. Dann gesamte monatliche Bahneinnahmen von 300, das ist ja wohl mehr als machbar. So, für Unternehmer müssen wir dann das Darlehen zurückzahlen, das werden dann wahrscheinlich hier diese 12.000 sein. Und gesamte monatliche Bahneinnahmen von 500, mit genügend Bahnen ist das auch gar kein Problem. Und bei Tycoon brauchen wir dann Mindesterregung 4, 3 Bahnen. Da können wir eigentlich von Anfang an direkt dann schon hinarbeiten, dass wir wirklich dann nur Bahnen mit einer Erregungswertung von 4 nehmen. Mindestlänge 370 ist auch okay und Bahneinnahmen von 700. So, dann schauen wir uns mal das Gebiet einmal an. Das ist das hier alles, also hier hinten auch noch. Da werden wir dann natürlich auch mal einen Weg hinlegen. Den Platz können wir gut gebrauchen. Wir können theoretisch auch einmal ganz kurz schauen, ob wir hier auch was dazu kaufen können. Land für Park kaufen. Nee, doch. So wie es aussieht, das hier hinten, ne? Ja, hier sind so Schilder. Wenn wir das hier ein bisschen kleiner machen. Ja, und so können wir dann hier quasi noch unser Gebiet erweitern. Ich weiß jetzt nicht, was das kostet. 11.761. Ja, also 225 kostet das jetzt hier für 9 Felder. Ist schon ein bisschen was, aber wir haben hier die Möglichkeit, noch ein bisschen Platz rauszuholen. Gut, und dann wollen wir noch einmal, bevor wir hier richtig starten, noch einmal ganz kurz schauen, was wir hier für Bahnen haben. Also hier ist, ja, die ist sogar geschlossen. Warum das denn? Das ist irgendwie nur so ein... Wir können uns das ja mal anschauen. Das ist, glaube ich, wie so ein Freefall Tower. Grubenschacht. Gorilla. So, also man wird erst hochgezogen. Und dann... Ja. Geht's ein bisschen runter. Ist jetzt aber nicht so... Ist so ein Mini-Freefall Tower. Also... Für einen kleinen Adrenalinschub, okay, aber vielleicht gefällt es den Leuten, ja. So, dann haben wir hier so ein Ding, was gerne auf der Kirmes auch ist. Was mal so richtig schön die Leute durchschleudert. Und hier in Form von Dynamit und hier von so einem Griff. So, da können wir natürlich dann auch einmal die Preise so ein bisschen anheben, weil das Geld brauchen wir natürlich. Machen wir mal auf 3,50 und das hier, ja... 2,50, müssen wir mal abwarten, wie viele darauf gehen. Ansonsten, ja, der Eingang ist natürlich ein Witz. Das ist natürlich gar nichts. Da würde ich sagen, legen wir auch nochmal ganz kurz Hand an. Da brauchen wir natürlich... Wo können wir hier das Design ändern? Können wir nicht das hier nehmen? Ah, jetzt haben wir es. Gut, dann machen wir das mal ein bisschen... größer den Eingangsbereich. So, so müsste es eigentlich besser hinhauen, falls doch mal ein paar längere
Warteschlangen vonnöten sind. Hier vorne ist es eigentlich schon gar nicht schlecht. Hier können wir aber in diese eine Richtung nochmal so ein bisschen verlängern. Und dann, jetzt muss ich gerade mal schauen, jetzt ist es hier gerade so ein bisschen unübersichtlich. So, hier können wir das dann auch ein bisschen länger machen, dann passt es auch. Und eine fertige Bahn haben wir bereits. Da möchte ich gerade mal schauen. Da können wir eigentlich mal eben ganz kurz eine Fahrt mitmachen und dann schauen wir mal an, ob die gut ist. Eintrittspreis 6,50, meine Herren. Das lohnt sich. Wir können ja mal auf die Werte schauen. Ui, die Werte sind richtig gut. 6,63, also das heißt, da haben wir dann schon mal eine, die hier wirklich vernünftig ist. 6,50, oh, da weiß ich echt nicht, ob das die Leute zahlen. Machen wir mal auf 5,50. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde. Und dann schauen wir uns einfach mal die Streckenführung an. Ja, da ist gerade pausiert. Da ist es natürlich ungünstig. Wenn wir jetzt auf Testmodus machen, fahren wir hier aber definitiv gleich los. So, hier ein kleiner Grafikfehler, aber so genau ist das zum Glück nicht, dass der da mit dem Schornstein hängen bleibt, mit dem Schlot. So, also man wird erstmal ein bisschen hochgezogen und dann geht's schön runter. So eine kleine Holzachterbahn ist auch was Feines. So, ein paar Kurven. Ja, ziemlich viel Kippe immer, ne? Links, rechts und so. Boah, die Stelle hier ist schon heftig. Da kommt wahrscheinlich dann auch das mit der Übelkeit und der Intensität raus. Ja, und das war's dann wohl. Ist eigentlich ganz nett. Gefällt mir. Hier vorne geht's dann nochmal ganz kurz runter. Fängt es gerade an zu ruckeln, jetzt läuft es wieder. Und dann geht es hier relativ langsam denn zur Station. Ist aber soweit okay. So, was ich dann noch ganz gerne einstellen möchte, das sind dann die Bahnen. Weil ein Zug nur, da kriegen wir überhaupt keine Leute mit fertig. Also da würde ich ganz gerne nochmal so ein bisschen was bearbeiten. So, die Frage ist nur, wie komme ich da jetzt ran? So, jetzt haben wir es. Nein, nicht löschen, sondern einmal die beiden weg. So, und dann können wir hier nämlich gerade. Ich hoffe mal, nicht, dass die jetzt nicht ankommen, ne? Sonst machen wir es mal so, dass wir diese Kurve hier mal wegmachen. So, dann da geht es noch so ein bisschen runter. Und dann schaue ich einfach mal, wie lange wir hier die Station bauen können. Ah, wie? Was ist da jetzt im Weg? Ach, so ein... Ja. So, ich glaube, das... Na, ein weniger. Und dann ist das auch lang genug. So. Dann haben wir hier nämlich ordentlich, das sieht jetzt ein bisschen doof aus, weil das jetzt diese Station teils auch außerhalb des Gebäudes ist, aber das ist schon okay. Jetzt haben wir hier, können wir hier nämlich ordentlich Wagen dann auch fahren lassen. Können wir mal gucken, wie wir das hier am besten machen. Also 9, dann haben wir 8, 7, 6. Da können wir dann schon 2 wagen. Das heißt, wir haben dann insgesamt 12, 2 mal 6. Wenn wir auf 5 gehen, geht nicht. Auf 4, da können wir dann 3 wagen machen. Dann würde ich einfach sagen, machen wir 2 und dann 6. So kommen wir dann auf 12 Wagen insgesamt. Und dann können wir die eigentlich auch losfahren lassen. Ja, ich glaube, wir brauchen hier noch Ein- und Ausgang. Wobei, sehe ich hier eigentlich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, warum ich das jetzt nicht kann während der... Ach so, während der Bearbeitung. Ja gut, dann müssen wir erstmal das Fenster hier zumachen. Und jetzt geht's dann nämlich. Und dann können wir jetzt auch mal anfangen,
nachdem wir jetzt so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht haben, dann können wir hier mal langsam loslegen. Ich möchte nochmal ganz kurz schauen. Ja, hier wird es dann wieder so laufen, dass man das Geld quasi aus den Einnahmen durch die Bahn einnimmt und nicht durch den Park selber. Das heißt, freier Eintritt und man bezahlt dann nur für die Attraktion. Dann würde ich erstmal sagen, richten wir hier vorne so einen kleinen Bereich ein, wo die Leute sich dann so ein bisschen ja, versorgen können mit Essen, Trinken und alles. Dann haben wir das nämlich schon mal hinter uns. So, da würde ich sagen, machen wir hier einfach mal so einen Weg, der hier so noch abseits von dem anderen Weg geht. Den hier machen wir mal weg. Und dann können wir hier nämlich schon mal so ein paar Stände machen. Zum Beispiel Steakhouse haben wir hier. Das ist derzeit auch die einzige Fressbude, die wir hier haben. So, dann brauchen wir natürlich noch was zu trinken. Limonade. So, Souvenir. Indianer. Die können wir mal in dieser Richtung machen. Einmal Indianer. Und Westernhüte natürlich auch so das Gegenstück dazu. Und dann natürlich noch so Info, Erste Hilfe, Toiletten natürlich. Die Toiletten können wir so ein bisschen abseits machen. Da haben wir hier einen guten Ort für. Und hier hinten vielleicht dann auch noch einmal. So, dann fehlt noch die anderen sanitären Anlagen, wie zum Beispiel Erste Hilfe. Können wir hier auch hinmachen. Ein Geldautomat, der bietet sich hier vorne, wobei können wir eigentlich auch hier hinmachen, ist glaube ich auch ziemlich egal, theoretisch sogar hier. Dann haben wir da direkt zwei Zugänge. Und Information bietet sich immer hier direkt am Anfang an. Ja, dann haben wir glaube ich alles. Erste Hilfe, ja. Gut, dann sind wir hier erstmal mit durch. Und dann schaue ich gerade mal, dann können wir hier eigentlich noch so ein paar kleinere Bahnen, so diese aufregenden Fahrten. Minenfallbahn haben wir. Rodeo-Stier können wir hier vorne dann auch nochmal hinbasteln. Machen wir hier vorne mal und hier den Ausgang. So, das machen wir direkt mal auf. Können wir dann auch mal vom Preis her ein bisschen teurer machen, den Eintritt, dann. Da sollen wir ja auch ein bisschen was mit dann einnehmen. Das bezahlen die ja auch. Wir sehen denn ja zwischendurch, wo Leute hingehen und wo nicht. Hier strömen sie schon mal rein. Das heißt, der ist viel zu günstig. Kann man schon mal auf 4 Euro gehen. Das sind halt so die normalen Kirmespreise auch. Ist ja kein Drama. So, dann. Hier einmal den Ausgang. Und dann noch den Eingang dazu. So, dann ich mache hier schon mal auf Play zwischendurch wieder und dann schauen wir uns nochmal so ein paar andere Bahnen an. Wie gesagt, was auch gar nicht unwichtig ist, ist Forschung. Da würde ich mal sagen, machen wir hier mal 300 pro Monat und dann schauen wir mal. Wasserbahn ist immer gut, das hier lassen wir mal, aber das hier lassen wir mal auch. Das kann man dann bei größeren Parks gut machen. Das ist okay, Szenerie ist jetzt auch nicht so wichtig. Show-Elemente passt, Wasserrutschen und Bahn. So, Achterbahn, Aufregende und Wasserbahn. Und dann haben wir die Forschung eigentlich soweit dann auch erstmal. Ist viel zu günstig hier scheinbar. So, dann können wir hier nochmal von diesen aufregenden Fahrten nochmal die eigentlich alle machen. Dann haben wir hier zum Beispiel noch den Rotovator. Und Root Beer, oder wie heißt es? Root Beer, okay.
Den Rotor Vator, den können wir eigentlich, ja, mit Stützen ist das ja nicht so hübsch eigentlich. Können wir ja auch ein bisschen hier in die Ecke vielleicht. Machen wir mal so ein paar Büsche weg. So, und dann haben wir einmal den Eingang und den Ausgang. Und den Eingang machen wir hier mal wieder ein bisschen länger. Einmal hier so drumrum. Und den Mülleimer nochmal weg. Gut, dann haben wir den auch. Den können wir dann auch direkt eröffnen. Und ja, starten wir direkt mal bei... Ach, machen wir ruhig 3,50. So. Dann haben wir ja noch was dazu bekommen. Dann werden wir nämlich in der nächsten Folge, werden wir dann nämlich mal eine Achterbahn noch dazu bauen und anschauen, was es noch so gibt. Aber wichtig ist halt, dass wir diese Dinger hier hinkriegen, weil die sind ziemlich günstig. Und mit denen, die sind halt schnell gebaut. Man bekommt da auch wirklich viel, viel an Erlösen bei raus. Und das ist deshalb... Ach, das ist so ein Ding, was wir schon haben. Ach... Ja, das können wir dann eigentlich wieder wegnehmen. Das wusste ich gar nicht. TNT-Spirale, ja, macht Sinn. Aber eins ist noch dazugekommen. Ich möchte mal kurz gucken, was haben wir hier denn? Westernrad, sanfte Fahrten, Wildwest-Show. Ja, so ein Westernrad ist ja auch ganz schön hier vorne am Eingang noch. So, da können wir dann direkt bei 2,50 mal starten. Und die Hälfte von der Kohle haben wir jetzt auch schon rausgehauen. So, dann nochmal den Weg. Da haben wir ja schon einen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch den Eingang. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie machen wir das am geschicktesten. Ah, vielleicht noch einen länger. So, und Quadbikes. Ach, guck. Das ist aber auch, glaube ich, eher so eine Kinderveranstaltung. So, dann will ich mal ganz kurz schauen. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Auswahl, was diese Bahn angeht. Eine Hyperbahn können wir machen, Inverted Coaster können wir auch machen. Diese Dinger kommen auch immer richtig gut an. Karussell und so eine Spirale, das ist wie so eine Rutsche. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, bei den älteren Teilen. Das hat immer gut geklappt. Da können wir hier dann auch nochmal welche hinstellen. So, zum Beispiel diese Rutsche. Drehen wir mal. Da können wir dann auch ein bisschen Musik dazu schalten. Ach, komm schon. Na, ist ja schon ein bisschen nervig, ne? Dieses ganze Krimskrams, was da ist. So, jetzt können wir es hier denn hinbauen. Am besten mit dem Eingang hier hin. So, der Ausgang kommt dahin. Und es wird kein Schnäppchen von... 50 Cent mal erstmal auf 2 Euro und der Eingang direkt hier daneben. So, dann haben wir das auch. Dann machen wir den Rest einfach auch nochmal ganz kurz. Buffalo Karussell. Hier haben wir so einen kleinen Wildwestbereich. Da steht es doch schon mal gut. Dann können wir den Eingang machen wir mal hier hin. Den Ausgang hierhin wieder. So, wird auch wieder ein bisschen teurer. Und der Eingang geht dann hier vorne mal so rum. Dann haben wir da auch wieder genug Platz. Mensch, kriegen wir richtig viel hin.
Aber noch sind wir nicht ganz durch. Das haben wir. Das haben wir. Neue Attraktion, Dinosaurier-Karussell. Dann kriegen wir das mit Sicherheit auch noch mal ganz kurz hier rein. Das muss ich mal schauen. Ja, vielleicht hier so. So, Eingang. Ausgang. Oh, das ist ein bisschen weiter oben. An sich kein Problem. Aber da müssen wir dann den Ausgang nochmal ein bisschen anders platzieren. Hier auch nicht. Musik können wir erstmal. So, Ausgang. Mach mal ruhig hier hin. So, dann machen wir das schon mal auf. 3 Euro. So, und jetzt müssen wir natürlich noch Ein- und Ausgang dazu packen. So, einmal den Ausgang. Und dann fehlt noch der Eingang, den machen wir natürlich dann hier einmal. So, dann passt der hier auch gut hin. Einmal zum Vulkan hier in der Mitte. So, dann haben wir das hier alles. Ah, beziehungsweise das nicht. Das hier haben wir. Das hier haben wir. Das. Die haben wir. Die Wildwestshow haben wir ja auch. Minizug, ja, so eine Transportbahn. Das behalte ich mir mal für größere Parks vor. Und nicht, wo das so abschüssig ist, wie hier. So, Quadbikes können wir eigentlich noch machen. Und das andere, oh, ist alles, ja, das machen wir auch noch mit den Zoo-Elementen. Das kommt dann auch noch später. Dann machen wir noch eben ganz kurz einmal diese Quadbikes. Und danach machen wir erstmal ein Päuschen und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge einfach mal eine kleine Achterbahn. So, jetzt bin ich nochmal am Überlegen, wo machen wir das jetzt am besten? Hier brauchen wir ein bisschen Platz. Da, wo es jetzt nicht zu viel Platz wegnimmt, aber wo auch noch so ein bisschen was ist. Gute Frage. Wie wäre es denn, wenn wir den Start mal hier so hinbauen? Nee, das ist mir zu weit weg von dem richtigen Weg. Ja, hier haben wir auch noch Platz, ne? Da muss ich mal gucken. Eigentlich können wir den Weg hier vorne dann auch noch so rumführen lassen. Ja, wir haben ja noch ganz schön viel. Das würde ich ja am liebsten irgendwo so dazwischen quetschen, wo man nicht mehr so viel Platz jetzt für eine Bahn hat. Machen wir das mal hier hin. So, da sieht's gut aus. So, dann können wir hier Musik dazu machen. Und dann muss ich mal gucken, was gibt's denn hier überhaupt alles für Elemente? Bisschen hoch. So, dann hier unter einmal durch. Shit, das ist jetzt ein bisschen unter der Erde. Ist jetzt aber nicht so dramatisch. Oh, ich glaube, das Land gehört nicht mehr uns, oder? Ja, doch.
So, dann noch eine rechts, eine S-Kurve. Jetzt müssen wir mal zusehen, wie wir hier wieder rauskommen. Wieder ein bisschen hoch. Und dann hier, zack, quer wieder runter. Und ja, das Geld wird langsam knapp, aber das kriegen wir hier eben noch ganz kurz fertig. Hier wurschteln wir uns dann mal so ein bisschen rum. Dann können wir die ganzen Sachen hier mal so stehen lassen. Und dann haben wir eine verdammt lange Bahn. Ich hoffe, das ist auch das Geld wert. Die war ganz schön teuer. Also da stecken jetzt einige Tausender drin. Wenn die jetzt auch nicht... Die muss jetzt auch richtig Kohle bringen. Sonst ist das hier eine schöne Fehlinvestition. Aber ich denke mal, dass sowas immer ganz gut ankommt. So, machen wir hier mal auch mal auf 3,50. Zack. Gut, dann haben wir hier schon mal einen soliden Start hingelegt. Also... Ich hoffe zumindest mal, dass es ein solider Start ist. So, wie kriegen wir den Weg jetzt hier am besten rüber? Jetzt muss ich mal eben ganz kurz schauen. Nee. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz gucken, wie machen wir das hier am besten? Wieso komme ich denn hier mit dem Weg nicht hin? Ach, jetzt geht's. Ah, jetzt passt's. Da war nur dieser Busch im Weg. So, und dann können wir hier natürlich dann noch ein bisschen Bereich zum Anstehen machen. Ja, dann bin ich mal gespannt. Also, jetzt haben wir hier ordentlich schon mal einige Sachen dazu gemacht. Wir haben hier noch ordentlich Platz hier hinten. Das können wir ja hier auch kaufen. Und das schaut soweit erstmal ganz vernünftig aus. Ja, in der nächsten Folge, ach du je, guckt mal hier, da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen einen etwas längeren Anstehbereich nehmen. Stimmt, den haben wir gar nicht verlängert. Da stehen sie hier schon drüber. Das geht so natürlich nicht. Da gehen wir eben nochmal ganz kurz bei. So, wenn die schon so gut ankommt, dann muss der auch ein bisschen länger sein. Hier machen wir mal direkt noch dahin. Und warum bewegt die sich nicht? Ach, sag mir nicht, die bleiben hier... Ach, das darf ja gar nicht sein. Das ist ja super. Deswegen stehen da auch so viele an. Da muss ich eben nochmal ganz kurz beigehen. Naja, tschüss, tut mir leid, Leute. Aber die kommen hier einfach, die fahren hier runter und dann kommen sie nicht an. Dann müssen wir da mal uns was anderes überlegen. Dass wir das hier mal so leicht umändern. So, zum Beispiel hier vorne, da können wir nämlich dann noch so einen kleinen Hügel hinbauen. Also wirklich nur so einen kleinen. So, und von hier können wir dann diese automatische Fertigstellung kurz machen. Und dann schauen wir uns das nochmal an, ob das jetzt auch alles klappt. Dann machen wir eben nochmal eine Probefahrt. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, und nächste Folge, also das war jetzt schon mal eine richtig schön lange Folge. Nächste Folge kümmern wir uns dann darum, dass wir erstmal die Bahn nochmal checken, die wir hier alle haben, ob das soweit alles läuft.
dann machen wir nochmal dieses Lasso als Attraktion dazu und dann bauen wir nochmal eine schöne Achterbahn dazu. So, jetzt kommt, jetzt wird's gleich interessant. So, ab. Ja, doch, sieht gut aus. Jetzt geht's nämlich gleich nochmal ein bisschen bergab. Oh, schieben. Okay, ein bisschen runter. Ja, und jetzt kommt dieser Hügel hier, da zieht er sich nochmal hoch, damit wir auch die letzte Bahnstrecke, den Rest da auch nochmal schaffen. Ja, soweit ganz gut. Jetzt kommen sie auch alle an. Wunderbar. Dann hoffe ich mal, dass die Schlange gleich auch so lang sein wird. Und... ja, wie schon gesagt, machen wir dann nächste Folge weiter. Machen da dann eine schöne Achterbahn und dann gucken wir einfach mal bei den anderen Bahnen, was da so passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid bei der nächsten Folge Rollercoaster Tycoon 3.